Hallo Leute, ja, wie angekündigt mache ich jetzt einen Tag und ja, jetzt wollte ich eigentlich euch fragen, was ich denn für einen Tag machen soll, denn ich hatte keine Ahnung und konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Dann kam es mir aber sinnlos vor, ein Video zu machen, wo ich euch frage, welchen Tag ich machen soll, weil das ein sehr kurzes Video gewesen wäre. Und jetzt drehe ich den dritten Tag und ich komme zu dem Entschluss, ich hätte euch doch fragen sollen. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt mache ich den dritten Tag und ja, es wird schon. Außerdem bin ich sehr froh, dass dieses Video hoffentlich das erste Video ist, wo ich nicht aussehe oder nur halb so aussehe wie irgendein gerupftes Huhn. Ehrlich. Also meine Haare waren in den letzten Videos echt schrecklich, oder? Aber egal. Ist ja zum Glück kein Beauty-Kanal, ne? Was nicht bedeutet, dass es weniger peinlich ist, aber was soll's. Okay, also gut. Ich mache jetzt den Part of Me Tag. Den habe ich bei Miss Buchnet gesehen. Natürlich. Okay, und beginne dann auch mal gleich mit der ersten Frage. Wie kamst du zu deinem YouTube-Namen? Ja, ich mag halt Fantasy-Bücher und ich war mir erst nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, weil ich dachte, vielleicht ändert sich mein Geschmack ja auch irgendwann und dann heiße ich immer noch Miss Fantasy, obwohl ich überhaupt keine Fantasy-Bücher mehr mag. Aber, ja, naja, egal. Dann hat man immer noch die Erinnerung und, ach, ist auch egal. Also, ich bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden mit meinem Namen. Und, ja, keine Ahnung, ich kam halt irgendwie darauf. Ich dachte, was mag ich, was mache ich? Also, Miss Fantasy. Und diese zwei Striche da vorne, das war nur, weil der Name wäre so eigentlich auch nicht vergeben. Aber ich hatte bei meinem Beauty-Kanal auch schon so zwei Striche davor, das heißt zwei große I's. Und ich finde, das hat irgendwie was. Es könnte auch bescheuert wirken, aber das passt ja dann zu mir. Hm? Ja, okay, egal. Vergessen wir das. Zweitens, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen, Musik hören, ich fahre ab und zu Einrad, ansonsten schwimmen, Kino, was, in die Stadt gehen, shoppen und das wär's. Achso, ja genau, ich nähe ganz gern, also ja, mein Traumberuf ist Designerin, ja, aber es wird sich nie erfüllen, aber ist auch egal. Also, ja, aber halt, ja, ich nähe ab und zu. Ja, okay. Drittens, was ist dein Lieblingsbuch, deine Lieblingsbuchreihe? Ja, das kommt jetzt vielleicht sehr überraschend. Ja. Moment. ja, Twilight, natürlich. Twilight. Ich liebe Twilight über alles. Twilight als Reihe und ich sag mal, mein Lieblingsbuch, das zählt vielleicht nicht ganz, aber ich denke, das hier ist mein Lieblingsbuch. Das ist Halo und ihr seht es vielleicht, es ist noch eingeschweißt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe so lange auf dieses Buch gewartet, ähnlich wie bei Evermore. Und ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich es gelesen habe, es mein Lieblingsbuch ist. Hm. Ja, allein das Cover ist doch so schön. Mich wundert das übrigens, dass das nicht im Pan Verlag erschienen ist. Pan hat immer so schöne Cover und ja, das ist aber nicht im Pan Verlag erschienen, das ist im Rowohlt Rotfuchs Verlag erschienen. Genau. Okay. Ansonsten ist mir gerade eingefallen, Der Kuss des Dämons ist auch ein super Buch. Also echt richtig gut. Und ja, das würde ich auch als mein Lieblingsbuch bezeichnen. Also, ja, Twilight und Der Kuss des Dämons und ja, so geschummelt Halo. Okay, nächste Frage. Nummer 4.
Mit welchem Buchcharakter kannst du dich am besten identifizieren? Ich glaube, ich hatte mal ein Buch, mit einem Buchcharakter, mit dem ich mich etwas identifizieren konnte, aber ich habe es vergessen. Ich habe im Moment sowieso das Gefühl, ich muss extrem viele Bücher, die ich schon gelesen habe, nochmal lesen. Weil ich schon bei total vielen eigentlich vergessen habe, nicht direkt worum es da ging, aber ja, keine Ahnung. So genau wie die Leute so waren, die Personen, die Charaktere. Ja, also so richtig kann ich die Frage jetzt nicht beantworten. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht beantworte ich die Frage später irgendwann nochmal. Okay, ich gehe jetzt erstmal weiter zur nächsten Frage. Was sind deine Charaktereigenschaften? Okay, das kann ich beantworten. Falls es eine Charaktereigenschaft ist, kann ich mich sehr schwer entscheiden. Also eigentlich kann ich mich nie entscheiden. Ich frage immer andere, die für mich dann entscheiden. Das ist selbst bei Brotaufstrich frage ich, was soll ich jetzt nehmen? Ja, oder auch heute in der Buchhandlung. Ich hatte 6 Bücher oder so. Hab mich dann selber reduziert auf 3 und habe dann meine Schwester gefragt, was soll ich kaufen? Nur der Witz an der ganzen Sache ist, dann sagt meine Schwester jetzt zum Beispiel wie heute, nimm das oder nimm das und dann merke ich, nee, das will ich eigentlich gar nicht und nimm dann genau das andere. Ja, irgendwie dumm, aber keine Ahnung. Wenn das meine einzige Charaktereigenschaft wäre, wäre ich ein sehr armer Mensch, glaube ich. Okay, was sind weitere Charaktereigenschaften? Ich bin hilfsbereit, würde ich so sagen. Ich bin eigentlich meistens freundlich. Ich bin etwas verwirrt. Und ja, mehr weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, das können eher andere über mich selber sagen, als ich. Achso, ich kann noch sagen, ich bin unordentlich. Ich möchte immer ordentlich sein, aber eigentlich bin ich extrem chaotisch und unordentlich. Ja. Ja, genau. Aber ich muss trotzdem alles sortieren, was wiederum ein Widerspruch ist. Weil so jetzt zum Beispiel DVDs oder Bücher oder sonst was, ich muss die immer sortieren oder auch Stifte. Ich kann die nicht in verschiedene Richtungen liegen haben. Ich muss die immer alle mit der Spitze in die eine Richtung haben oder halt in die andere. Ich kann das aber nicht, wenn irgendjemand einen Stift aus meiner Federmappe nimmt und den dann andersrum reinlegt. Ich muss den immer sofort umdrehen und ja, genau. So, aber ansonsten bin ich voll chaotisch. Nächste Frage. Nummer 6. Hättest du lieber 100 Freunde, die dich insgeheim hassen oder einen richtigen und dafür 99, die dich hassen? Definitiv das zweite. Weil was will man mit falschen Freunden? Ich meine, hallo? Ich meine, wenn ich die denn um Rat frage oder so, würden die doch immer das sagen, was mir am ehesten schadet, weil sie mich insgeheim hassen. Und vor allen Dingen der Witz daran ist, man merkt sogar, dass die einen hassen. Insgeheim. Obwohl es dann ja nicht mehr geheim wäre, aber ist ja egal. Also ganz ehrlich, ich merke das, wenn Leute mich nicht mögen. Meistens, denke ich. Also hätte ich doch lieber eine Person, der ich mich völlig anvertrauen kann, als und 99, wo ich weiß, okay, die lasse ich einfach links liegen, als 100, denen ich mich anvertraue, aber oder auch nicht, oder denen ich mich eben nicht anvertrauen kann. Also irgendwie, ich frage mich, wer da das zuerst überhaupt nimmt. Also, keine Ahnung. Okay, nächste Frage. Nummer 7, wie wichtig sind dir deine Freunde? Ich sag mal, meine Freunde sind mir natürlich wichtig, aber Familie ist mir wichtiger. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber ich meine nur, meine Schwester könnte genauso gut meine beste Freundin sein, als wie meine beste Freundin. Wisst ihr? Also,
Ich meine, man könnte auch ohne Freunde leben. Aber sie natürlich sind mir Freunde schon wichtig. Okay, Frage Nummer 8. Sind deine Lieblingsserien? Ich gucke eigentlich nur, wenn gute Filme laufen, Fernsehen. Aber meine Lieblingsserie war, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich zu Tode blamieren werde, war Anna und die Liebe. Aber das wurde ja abgesetzt und deshalb habe ich mir die DVDs gekauft. Ja, bis zur zweiten Staffel. Bis zur dritten, also die erste und zweite Staffel habe ich auf DVD. Ansonsten gucke ich gerade noch so True Blood. Da hat mich meine Schwester so drauf gebracht. Genau. Und ich glaube, Vampire Diaries könnte ich auch mögen, wenn ich es von Anfang an geguckt hätte. Aber ich möchte jetzt auch nicht einfach irgendwie reinschalten. Da kaufe ich mir dann wohl auch lieber irgendwann mal die DVDs, also die Staffeln, so die Boxen. Und mache das dann so. Aber erstmal möchte ich sowieso die Bücher dazu lesen. Auch wenn ich gehört habe, dass die eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang haben sollen. Aber naja. Auf jeden Fall, ja, das sind so. Also eigentlich True Blood und Anna und die Liebe. Ja. Okay. Neuntens, lieber Hörspiele oder Hörbücher? Oh Mann, ist das ein peinlicher Tag. Was ist der Unterschied? Aber generell, ich kaufe mir sowieso keine, weder Hörbücher noch Hörspiele, was auch immer der Unterschied ist. Ich kann mir gerade nur vorstellen, dass bei Hörbüchern, Hörbücher sind halt die normalen oder so. Die man vielleicht so aus Pappe. Genau, es gibt ja auch CDs, die sind so mit so einer Pappe und die kann man dann so richtig aufklappen wie so ein Buch oder so. Und das ist wahrscheinlich wie ein Hörbuch. Und dann gibt es noch Hörspiele, vielleicht sind die dann mit, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, generell, ich kaufe mir nur Bücher. Ich habe kein einziges Hörbuch. Also ich hatte immer nur Kassetten so. Aber das sind ja keine Hörbücher, ne? Also, eigentlich gar nichts davon dran. Nummer 10. Was trägst du auf jeden Fall mit dir in der Handtasche herum? Hol deine Handtasche heraus und zeig uns die Gegenstände. Bitte nicht vorbereiten. Gut. Oh, okay, das passt jetzt. Das passt, okay. Also ich zeige euch erstmal die Tasche. So sieht meine aktuelle Handtasche aus. Die ist übrigens noch gar nicht so alt. Ich habe die erst 2 Wochen oder so. Deshalb ist jetzt eigentlich nicht viel so drin, außer das, was ich heute eingekauft habe. Und das ist einmal ein Buch, das ich euch morgen zeigen werde, denke ich. Dann ein Kassenbon von dem Buch. Dann meine 2 Portemonnaies. In dem einen sind meine Karten und so drin und in dem anderen mein Geld. Dann ein Coca-Cola-Glas von 2012 von McDonald's. Juhu! Das ist das letzte aus der Reihe. Ja! Das habe ich alle komplett. Oh ja. Ja, jetzt sammle ich. Die habe ich auch schon letztes Jahr gesammelt. Ja. Genau. Und jetzt habe ich auch das letzte 2012er-Glas. Ja, das war alles in meiner Hand. Also nichts so Besonderes. Genau. Ich überlege gerade, ob ich euch das Buch nicht doch noch zeigen soll. Aber nee, das zeige ich euch mal. Okay, nächste Frage. 11. Noch ein paar persönliche Worte. Also, sehr persönlich. Und zwar, ich tagge alle, die dieses Video sehen und zwar auch dich. Und die Lust dazu haben, diesen Tag zu machen. Genau. Das sind meine persönlichen Worte an euch. Und